Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ein kleines Projekt, das ich nebenbei immer mal wieder spielen werde. Ich habe schon meinen eigenen Spielstand, aber wir fangen natürlich 9 an auf 3, damit ich es mir merken kann. Ich mache das Spiel für mich mal gerade noch ein bisschen leiser, so. Also, grundsätzlich ist das Ganze ein Dungeon Crawler. Also wir haben verschiedene Charaktere, können mit denen immer wieder in den zufallsgenerierten Dungeon mit mehreren Ebenen. Und ja, am Ende von jeder Ebene gibt es einen Boss. Und unser Ziel ist, ja, das sehen wir dann schon. Also wir haben hier verschiedene Charaktere. Natürlich noch nichts vorgespielt außer Isaac selbst. Und deswegen werden wir jetzt auch einfach mal damit anfangen, eine Runde mit Isaac zu spielen. Würde ich behaupten. Das machen wir jetzt auch so. So, dann gibt es auf jeder Ebene diese Goldräume mit irgendwelchen Items drin. Keine Ahnung, was das Item macht. Ich habe eine Seite offen, zwar wo man es immer nachgucken kann, aber ich versuche es immer zu vermeiden. Au. Keine Ahnung, was das war. Scheinbar setzen wir hin und wieder aus Versehen einfach eine Bombe, denke ich. Ja, auf jeden Fall sind wir Isaac, können uns hier bewegen, sind also auch nicht an Raster gebunden und können unsere Tränen schießen, weil wir ganz schrecklich weinen. Ha. Muss ich mich noch daran gewöhnen, das Item kenne ich nämlich tatsächlich noch überhaupt nicht. So, diese Fliegen hier, wenn sie sterben, schießen sie einmal in alle Richtungen. Ja. So, dann wo wir immer Ausschau halten müssen, es gibt Steine, da ist ein Kreuz drauf. Die die können Seelenherz droppen, also wir haben die normalen Herzen oben links, die sind rot,
Und dann gibt's noch Seelenherzen, die sind so blau. Und rote Herzen, wenn wir verlieren, können wir sie immer wieder auffüllen. Blaue Herzen, wenn wir verlieren, sind weg, also die roten Herzen sind quasi Container, die blauen nur einmal verwendbar. So, das hier hat hier ist ein Shot Speed up. Links haben wir hier auch unsere Stats. Die seht ihr links am Rand. Geht oben los mit Bewegungsgeschwindigkeit, dann wie weit wir schießen können, dann wie schnell wir schießen. Das nächste weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann das Schwert ist Angriff. Das Kleeblatt ist Glück. Wie viel Glück wir bei Automaten und sowas haben, das sehen wir alles noch. Dann unten die Chance auf dem Teufelsraum und auf dem Engelsraum. Und dieses weiße Herz hier, was so einen tollen Sound ergibt, wenn wir es einsammeln, beschert uns neuen Herzcontainer in der neuen Ebene. Genau. Und bei jedem Ebenenwechsel haben wir hier so ein kleines Ding. Wie Isaac zum Beispiel runterfällt und stirbt. Und hier haben wir jetzt, wie ihr seht, oben 4 Herzcontainer. Da, das ist irgendwie doof. Ich muss mich da wirklich noch dran gewöhnen. Ihr merkt selber, wie überfordert ich damit teilweise bin. Aber wir wollen jetzt hier mal hinmachen. Nein, weil es gibt auch so Geheimräume. Die haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wo sich am eher aufhalten. Ja, es hört so gut. Weiß ich auch nicht, was das Item macht. Ich bin da immer etwas überfragt. So, die Beutel beinhalten einfach alles Mögliche. Wir haben oben links Münzen, Bomben und Schlüssel. Und ja. So. Das ist aber praktisch, weil Bomben sind allgemein sehr praktisch in dem Spiel und wir haben jetzt quasi unendlich davon, indem wir einfach überall hinmachen. Klingt bescheuert, ist aber so. Also, wie ihr seht, hier gibt es auch normale Scheißhaufen. Das Spiel basiert da einfach drauf. Auch kein Geheimraum. Wir machen uns weiter auf die Suche nach dem Geheimraum. Weil, da, ja, der ist auch zufallsgeneriert, da können allerlei praktische Sachen drin sein. Es gibt einen normalen Geheimraum, der ist meistens an möglichst vielen Ecken und einen super Geheimraum, der ist genau das Gegenteil. So, hier haben wir jetzt eine Karte, bei denen schaue ich schon immer kurz nach. Temperance ist... in der Hoffnung, dass ich es irgendwann lerne. Spawnt eine Maschine, wo ich Leben spenden kann. Wenn ich das denn wollen würde. Und dafür, die wandelt es normal in Geld um, wenn ich mich nicht alles täuscht. Da, hier ist jetzt ein Geheimraum, genau. So, sind aber auch nur 2 Bomben drin. Weil man die Pilze sprengen kann, auch verschiedene Sachen dabei sind, zum Beispiel oft Pillen. Pillen haben in jedem Run einen Zufallseffekt, da gibt es aus einem gewissen Pool welche. Und naja, jede Pille, also man kann sich nicht merken, wie sie aussehen oder so, die haben dann immer eine andere Wirkung. Also die Karte können wir mal einsetzen, weil ich sie eh nie hernehme. Den sprengen wir dann einfach. Da könnte ich dagegen laufen, kostet mich Leben und dafür kriege ich Geld. So, das Schwarzherz, das wir gerade angesammelt haben, macht folgendes. Wenn wir Schaden erleiden und das Herz weggeht, wie eigentlich wie so ein Seelenherz, also das ist weg, wenn es einmal weg ist, wenn wir es verloren haben, fügt es aber dann dem ganzen Raum Schaden zu.
So, haben wir jetzt gesehen. Ich habe es etwas unfreiwillig verloren. So, Monstro besiegt. So. So, also da haben wir jetzt ein Damage abbekommen. Ist ganz praktisch. Haben nur auf einem Auge ein Damage ab. Klingt lustig, ist auch so. So, dann gibt es noch diese Kampfräume, da ist immer irgendwas drin, wie zum Beispiel die Truhe, und dann kommen drei Wellen Gegner, aber das lohnt sich für so eine einfache Truhe nicht. So. Die Kackhäufchen, wo was außen rum fliegt, sind an sich auch nichts Besonderes, außer dass die Fliege eben danach böse wird, wenn der Haufen weg ist. Ich finde das Item, das erste, das wir gefunden haben, diese Windel, gar nicht schlecht. Übrigens sehen wir unsere Items auch immer rechts am Rand, unter der Map. So, hier haben wir jetzt so ein Sehnenherz in den Raum, das fügt einem das ist ein Stachelraum. Kriegt man Schaden, wenn man rein und raus geht, aber dafür können auch ganz tolle Sachen drin sein. Bei solchen Räumen muss man immer ausweichen und den Schalter betätigen. Und das ist jetzt irgendwie unpraktisch gewesen. So, hier wieder ein Goldraum. Ich weiß nicht mehr, was das gemacht hat. Electric Tears. Ja, das ist ein sehr gutes Item. Und hier oben sehen wir jetzt mal so einen Stein mit einem Kreuz drauf. Da droppt immer irgendwas aus. Das sind ganz praktisch und wir schauen mittlerweile schon ganz amüsant aus. Jetzt haben wir langsam genug Geld, um auch mal in den Shop zu schauen. Also für 15 Münzen könnten wir uns das jetzt holen. Können wir aber nicht, können wir uns nicht leisten. Hier in der Donation-Maschine kann man mal ein bisschen Geld spenden. Und dann schaltet man Items frei, wie zum Beispiel jetzt die Blue Map. Eigentlich wollen wir hier drüben noch ausprobieren, ob da nicht der Geheimraum liegt, weil da drei Ecken sind. Da ist am wahrscheinlichsten, dass er ist. Jetzt unpraktisch, weil wir müssten hier fliegen können, damit wir dahin könnten. Naja, hilft nichts. Wir müssen ohne das Item auskommen. Hier sehe ich wieder keinen Stein mit Gold. Die sind unverwundbar, bis sie den Kopf rausstecken. Schon praktisch die Bomben, man muss halt immer ein bisschen aufpassen. Und dieses elektrische ist auf jeden Fall höchst praktisch. Ja, auf dem kleinen Raum etwas unfair der Bossfight, aber naja, trotzdem geschafft. Death heißt so viel wie macht einfach allen Schaden im Raum. Ja. Sowas wie wenn man ein schwarzes Herz verliert, ist eigentlich derselbe Effekt, würde ich behaupten. Ich kenne mich jetzt nicht so super aus in dem Spiel. Aber so ungefähr der Eindruck, den ich habe. So, hier wollen wir gleich nach dem Geheimraum schauen. Weil es auch wieder drei Ecken wären. Wie gesagt, also. So, das gibt uns ein Leben. Machen wir mal so eine Kiste auf. Oh ja, gar nicht so schlecht. Relativ viel Geld dann. Goldkisten kosten halt auch immer einen Schlüssel. Und noch mehr Geld. Das ist noch besser, würde ich behaupten. Und jetzt brauchen wir nur noch einen zweiten Schlüssel, damit wir Goldraum und Shop aufmachen können.
So, dann klären wir auch den Raum. Super, da wäre ein Schlüssel, aber kommen wir wieder nicht hin. Ja, ich werde wahrscheinlich immer einen Run aufnehmen. Und den auch im Ganzen hochladen. Ja, so der Plan. Und ja. Wie gesagt, es wird nicht allzu regelmäßig. Was heißt nicht allzu regelmäßig? Auch schlecht gesagt, halt immer, wenn ich Lust dazu habe. Goldener Schlüssel ist sehr gut. Das heißt, wir dürfen auf der Ebene alles öffnen. Ohne Schlüssel zu verbrauchen. Hätten wir das mal erst gemacht, bevor wir im Geheimraum die Truhen öffnen. Aber hier hätten wir eh nochmal einen Schlüssel gefunden. So, also die Fliegen explodieren. So, die Batterie ist dafür da, wenn ich ein einsetzbares Item habe. Die würden dann oben links in dem freien Eck angezeigt werden. Die kann man dann eben, die laden sich mit... Ätzender Raum. Die laden sich mit geschafften Räumen auf. Und... Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Items. Weil, ihr habt gesehen, plus 11,5 Schaden ist unendlich viel, dafür schießen wir halt langsamer. Aber. Nochmal eine Batterie, aber die wollen wir nicht. Und hier oben an diesem Automaten können wir tauschen. Was ist? Dann schaue ich aber auch nach. Das ist doof, das bringt nur Pillen. Das billige Herz wollen wir kaufen und dann. Die Uhr ist doof, die macht auch nichts Sinnvolles. So, jetzt können wir zwei Trinkets halten. Auch Trinkets kann ich euch noch nicht erklären, weil wir noch keins gefunden haben. Das sind unten links angezeigte Mini-Items, sage ich mal, die einen bestimmten Effekt haben. Lovers bringt 2 Herzen. Wir machen jetzt mal schon die Ebene fertig. Hier muss ich hin. Verwirrend die Wege. An sich sollte ja mit den Lasern unser Ziel sein, dass wir möglichst schnell schießen, möglichst viele drehen, damit Laser viel machen, aber der Schadensbonus ist wirklich, wie gesagt, ich muss die einmal treffen und die explodieren, also in den Raum wollen wir nicht rein. Und nochmal eine Batterie, bringt uns nichts. Dann auf zum Boss. So. Also wie gesagt, da sind die Parts recht lang, das wird wie gesagt, wahrscheinlich nicht täglich kommen, weil ich einfach gar nicht die Zeit dazu hätte, um das jeden Tag aufzunehmen. Aber wenn ich halt selber Lust habe, eine Runde zu spielen, kann ich es auch aufnehmen, dachte ich mir. So, hier ist der mega fetti. Ich vergaß, dass der mich zu sich hinziehen kann. Wir machen so viel Schaden. So, Little Chubby has appeared in the basement. So, hier Range up. Bringt uns nicht besonders. So, das ist jetzt ein Devil Room. Die haben eine gewisse Chance zu erscheinen, wenn wir kein rotes Herz verlieren auf der Ebene. Das Gegenteil sind Angel Rooms. Wie gesagt, das eine ist vom Teufel, das andere ist vom Engel. Ist, glaube ich, irgendwie klar. Und ja, da im Angel Room wird uns ein Item geschenkt und hier im Devil Room müssen wir, wie ihr seht,
einen ganzen Herzcontainer, der ist aber dann auch wieder, wie gesagt, immer weg. Eintauschen und ich habe schon wieder vergessen, was die Items waren. Okay, also der rechte ist ein kleiner Begleiter, der mit uns umfliegt. Das linke, da bekommen wir ein schwarzes Herz. Und wenn wir nur noch, wenn wir unter einem Herz sind, dann machen wir mehr Schaden. Ist eigentlich ein ganz cooles Item. Weil wenn man jetzt in diesen Devil Rooms natürlich genug Herzcontainer eintauscht, dass man von Haus aus unter einem Herz hat, ist das natürlich ganz praktisch, weil der, dann kriegt man einen Stärkeboost und der hält dann halt für immer an und nicht so wie jetzt im Moment nur für den Zeitraum. Nur für den Zeitraum, wenn wir halt weniger als ein Herz haben. Das ist jetzt, wie gesagt, ganz praktisch mit unseren Bomben. Das war schlecht. So, Two of Clubs heißt doppelte Bomben. Jetzt haben wir 42, die wir eh nie im Leben hernehmen können. Jetzt wären Bettler praktisch, weil es gibt Bettler. Das sind so kleine Männchen, die wollen immer was von einem. Und da gibt es auch einen, der Bomben will. Und noch mehr Geld, weil wir Geld so dringend nötig haben. Das ist, glaube ich, ein Begleiter. Genau. Der schießt heilige Tränen. Das ist ein kleines Engelchen. Das hier ist jetzt ein Trinket. Das seht ihr unten links. Das Trinket bringt das, wenn wir Scheiß auf den kaputt machen, haben wir eine höhere Chance, dass irgendwas draus kommt. Der Feind unten rechts, unten rechts sei schon, unten links. Hat sich gerade selber umgebracht in den Stacheln. Und an dem Spiegel können wir nur unser Aussehen ändern, aber eigentlich finde ich, schauen wir gerade ziemlich cool aus, deswegen. So, schwarz jetzt kaputt, fügt allen im Raum Schaden zu. So, genau. Hier könnte ich mir vorstellen, dass der Geheimraum ist. Hier könnte ich mir vorstellen. Oder auch nicht. Die Dinger ziehen einen an. Das Trinket wird einfach nur machen, dass unsere... Wir können es ja mal behalten, weil es eigentlich ganz lustig ist. Jetzt schaut es nämlich etwas verwirrend aus hier drin. Wir können aber Trinkets auch jederzeit wieder ablegen, wenn sie uns... Es gibt viele, die einfach nur stören. Das hier ist auf jeden Fall eins davon. Und wie gesagt, man trifft sehr schlecht, deswegen lassen wir das jetzt auch hier liegen. Ist das nicht? Doch. Wir können einmal quasi sein Inventar leeren und dann... wieder von vorne an. Oh, lag. Also den Raum kannte ich jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht. Und ich spiele es doch eigentlich schon länger. Für mich selbst zumindest. So. Diese Sternköpfe kann man immer nicht umbringen. So, der hat uns jetzt etwas groß gemacht. Die Batterie wollen wir wieder nicht. Den wollen wir auch nicht. Auch nichts dabei, auch nichts dabei. Alles im Shop wird um die Hälfte billiger, kann man ja mal nehmen. So, ist ja auch wieder was, was nur was bringt, wenn man so ein Leertasten-Item hat, das uns immer noch irgendwie abgeht, ein gutes. So. Die Kisten holen wir uns mal, die hier müssen aufgesprengt werden, diese Steinkisten. Und die anderen brauchen Schlüssel. So, hier bringen wir uns wieder zwei rote Herzen.
bringt uns jetzt irgendwie nichts. Haben wir noch eins. Und hier ist Monstro, den wir vorher schon mal gesehen haben, nur in seiner stärkeren Form. Er kann zum Beispiel schon fancy Laser schießen. So, aber ist auch kein Problem für uns. So, hier. Jetzt können wir schnell laufen. Und wir haben wieder so ein Devil Room. Und das ist Whore of Babylon, glaube ich. Kann das sein? Nein, kann es nicht. Lass mich kurz nachgucken, was das macht. Aber es war was Gutes, hatte ich im Kopf, glaube ich. Ich finde es nur gerade nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier einfach nur eine Seite offen. Da ist es. Ah ja, okay, wir können fliegen. Das wollen wir unbedingt. Fliegen ist eins der wichtigsten Eigenschaften. Eine der wichtigsten Eigenschaften in dem Spiel, finde ich. Es bringt einem so viel Vorteil, wenn man nicht mehr schauen muss, wo man hinlaufen kann und wo nicht. Stacheln können einem nichts mehr anhaben. Und so weiter. Wir können jetzt nämlich ganz bequem hier hinfliegen und das kaputt machen. Und dann das ganze Geld eins. Oh, und ich habe trotzdem Schlüssel verschwendet. Sehr gut. Jetzt habe ich es irgendwie geschafft, aus Versehen Amazon Music aufzumachen. Ich weiß nicht wie. Das ist ein Würfelraum. Die. Ja, tut alle Sachen am Boden rerollen. Bringt eigentlich jetzt nicht so viel. Jede Würfelzahl hat dann eigenes Ding, was er macht. Und ja. Zum Beispiel, dass die Ebene, wo wir gerade sind, neu generiert wird oder irgend sowas. Also gibt es ganz verschiedene. So, ich habe schon lange nicht mehr nach einem Stein mit einem X gesucht. So. Hierfür haben wir irgendwie gar nichts bekommen. Wie gesagt, also fliegen ist praktisch. Ihr seht ja, was ich meine. Das sind Piercing Shots, das ist auch nicht schlecht. Das heißt, wir schießen jetzt überall durch und die und unsere Tränen gehen deswegen quasi nicht verloren. Ich darf mich nur nicht mehr besonders oft treffen lassen, sonst bringen uns all unsere guten Items nichts, wenn wir nichts auf die Reihe bekommen. Das ist wieder ein Trinket. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Naja, das Statuseffekte bei Gegnern länger halten. Zum Beispiel, dass wenn unsere Ekelbombe da platzt. Schauen, dann wird ja irgendwie so das ganze Bild etwas seltsam. Und schon wieder ein Goldschlüssel, den hätte ich mal wieder früher gebraucht, ganz normal. Okay. So, jetzt haben wir zweimal Tod als Karte. Auch nicht schlecht. Bringt dann eigentlich immer was. Aber wir haben doch noch einige Räume, die unerkundet sind. Das wollen wir doch gleich nachholen, in der Hoffnung, dass wir... Puh, bei solchen Räumen meistens schnell sein. Bietet sich an. Ich weiß wieder mal nicht, was das Item macht. Ja, es gibt uns so eine Lampe vor uns. Und die macht Gegner langsamer. So, dann hängt sich manchmal die Maschine und dann können wir nichts weiter spenden an unser Bankkonto, sag ich mal. Weil eigentlich ist es das am ehesten. Ja, dann machen wir jetzt hier drüben noch den Raum. Dann haben wir da noch einen Arcade-Raum. Das ist ziemlich genau das, was es aussah.
High Priestess ist... Ah, die Karte. Mamas Fuß kommt kurz mal vorbei, um klar Schiff zu machen. Ich vergaß, dass die Karte ist. Ich dachte, sie macht was anderes. Also es ist nicht besonders einfach, finde ich, die sich immer zu merken. Also das hier mit dem Totenkopf davor bei der Tür sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht. Die Kampfräume bedeuten, dass drei Bosse kommen und es lohnt sich für eine einfache Truhe nicht. Wir können Schlüssel spenden. Das war jetzt irgendwie nicht so toll. Wir haben nämlich irgendwie verhältnismäßig sehr wenig Leben. Aber na. Wir machen uns auf zum Boss, würde ich sagen. Also jetzt schon der Part dauert jetzt schon eine halbe Stunde, ist ganz normal. So lang dauert hier einfach ein Run. So, das ist Mama. Also wir müssen im Fuß ausweichen. Und wir ansonsten hier überall hinschießen. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Freut sich der Isaac. Oh, doch noch nicht vorbei. Binding of Isaac, After Birth. So, jetzt laufen jetzt die Credits, die ziemlich schön gezeichnet sind. Keine Angst, das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei. Wie gesagt, Dungeon Crawler wäre ein bisschen komisch, wenn man da nur einmal rein müsste. Es geht schon darum, dass man den immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder macht. Ja. So, schauen wir uns aber die Credits kurz mal an, um den Entwicklern Respekt zu zollen. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich dachte eigentlich, dass es nicht besonders lang ist. Aber vielleicht ja schon. Nicht so lang wie bei Star Wars, da kann ich euch beruhigen. So, hier noch. Spezielle Dankesworte und wir haben eine Challenge freigeschaltet, noch eine Challenge freigeschaltet und noch eine Challenge freigeschaltet. 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 Und noch eine freigeschaltet. Und wir haben die vier Reiter als Bosse freigeschaltet. So, also wir schauen hier. Ist jetzt Isaac überm Arm. Und ja, also wir müssen jetzt natürlich noch öfters rein, weil wir haben jetzt noch nichts geschafft eigentlich. Gibt es noch Hard Mode, Greed Mode und so weiter, aber das sehen wir alles. Und es gibt ganz viele Challenges, die wir auch noch alle machen werden. Hoffentlich. Tja, dann bedanke ich mich aber fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Run wieder. Das nächste Mal dann bei, wenn wir dabei sind, unsere Mutter umzubringen.